Und heute bin ich auf Bowser 2. Es wäre zu einfach gewesen. Oh, Glück gehabt. Das ist der Vorteil von dem Cape, wenn man da so quasi gerade im Sturzflug ist oder überhaupt fliegt mit dem Cape, dann kriegt man noch so ein bisschen Luft. Wie heißt es? Nochmal einen zusätzlichen Hitpoint quasi. Ich habe aber vergessen, was ich sonst sagen wollte, darum endlich mal Klappe halten. Denke ich. Wäre mal nett, ne? Halt die Backen. Ach so. Ich wollte wahrscheinlich rumlamentieren, blöd, wenn man ohne Yoshi jetzt hier reingeht. Aber es gibt kein, soweit ich weiß, keine drei Ausgänge in diesem Level, sondern der Yoshi dient quasi nur als Abkürzung und stellt einen hier, der damit zu nutzen, meine ich, und stellt einfach nur einen alternativen Ausgang, einen alternativen regulären Ausgang. So. Eine perfekte Nachbildung des Opernhauses! Wen interessiert das? Welcher Film? So. Ich hatte gesagt, Ungeduld ist des Gamers Tod oder so. Größter Feind hatte ich es genannt, glaube ich. Das ist definitiv richtig. Und ich wiederholte das jetzt gerade nur, weil ich da jetzt eigentlich noch viel mehr zu sagen wollte. Aber nö, da braucht man nichts zu erklären. Es ist tatsächlich einfach so, ne? Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr am Zocken seid und irgendwann ungeduldig werdet. Und, ne, ich habe es ja auch schon in dem einen oder anderen Level bewiesen und ich kenne auch noch ein, zwei Level, wo das immer wieder vorkommen wird. Ja, das ist dann immer blöd. Da geht das dann nämlich immer schief. Würde ich sagen. Aber Meinung darf man haben, man muss nicht. So, wo ist jetzt der Wäsch? Der Wäsch ist hier. Dass das passt, wundere ich mich jedes Mal wieder, aber es passt. Jetzt kommt der Raum mit dem Sinkhole. Übrigens, Sinkholes, Senklöcher oder sowas, was auch immer. Interessante Doku gesehen, die ich euch jetzt nicht wiedergeben werde, verbal, sondern wenn ich sie wieder finde und dran denke, beim Hochladen. Beim Schneiden dran denken ist eins. Beim Hochladen dran denken und dann Lust haben, eine Infocard einzufügen, ist was völlig anderes. Ich hoffe, ich gönne euch den Link dazu, weil diese Doku fand ich sehr interessant. Und ein bisschen erschreckend, primär aber sehr interessant. So. Jetzt habe ich den normalen Ausgang. Und morgen machen wir das Valley Ghost. Heute nochmal.